Wer von Ihnen ist ein Verkäufer? Sind wir nicht alle Verkäufer? Vielleicht besser, was machen die einen anders als die anderen? Ne, vielleicht denken Sie jetzt, boah, geil, alles ist erreichbar, nur eine Frage der Motivation. Vielleicht gehören Sie auch eher zu denen, die jetzt denken, oh nee. Und da dachte ich mir, dann mach dir doch mal Gedanken, wie dir das in Zukunft nicht mehr passiert. Ich möchte mir mal zwei Fallstricke anschauen, über die wir im Verkauf immer wieder stolpern können, die uns das Leben einfach mal schwer machen. Da trainieren wir, wir strengen uns an. Nur wir fahren zum Kunden, wir fahren vielleicht mehrfach zum Kunden. Wir arbeiten Angebote aus, ne? Wir geben Rabatte wie für eine Preisverhandlung. Also wir machen und tun. Wir gehen auf diese Piste, wir fahren das Rennen. Und dann, kurz vorm Ziel, also kurz vorm Abschluss, wumms, da legen wir uns auf die Klappe. Ich meine, kann es sein, dass uns vielleicht auch das ein oder andere Mal unser Ego im Weg steht? Kann es sein, dass es vielleicht ein Fallstrick ist, über den wir ab und zu mal stolpern? Also ich kenne jetzt die ersten Worte des Radfahrers nicht, aber ich kann mir vorstellen, das ist nur ein Wort. Oder das Unternehmen ist schuld, der Markt, das Ausland. Ich habe übrigens gelernt, jede Branche hat in der Regel so ihr Lieblingsfeindbild. Ich weiß nicht, ob Sie das auch haben. Ich habe aber noch eins gelernt. Eins haben sie übrigens alle gemeinsam, länderübergreifend. Die anderen. Also die einen sehen vielleicht die alte Frau, die anderen sehen vielleicht die junge Frau. Übrigens ist es kein Test, ob es Preisdruck gibt. Entscheidend ist, was wir darüber denken. Und es ist nicht entscheidend, ob es Werte gibt. Entscheidend ist, was wir darüber denken. Und wenn wir glauben, wir sind den ganzen Tag nur von Vollidioten umgeben. Glauben Sie mir, wir werden die sehen. Und wer von Ihnen glaubt, nee, nee, Moment, ich bin da in erster Linie mit dem Kopf gesteuert unterwegs? Haben sich einige doppelt gemeldet? Okay. Wo wird Verhalten gesteuert? Und man hat herausgefunden, wir Menschen fällen unsere Entscheidung zuallererst im Zwischenhirn. Übrigens alle Menschen, Schweizer und Deutsche. Würden Sie hierfür vielleicht ein bisschen mehr tun? Ja, ich sehe schon, Ihnen fehlt noch die Null und die Schweizer Franken, oder? Also ein paar bunt bedruckte Fetzen Papier bestimmt zum Großteil unser Leben, ist schon cool. Aber das ist es doch gar nicht, oder? Aber was ist es, was es tut? Und warum kauft Ihr Kunde? Was ist das, was Sie ins Becken schmeißen? Was ist der Köder? Ich zeige Ihnen jetzt abschließend den für mich einfachsten Verkaufsleitfaden dieser Welt. Der hat nämlich genau drei Worte. Super simpel. Was, wie und warum? Und ich sage immer, wir müssen die psychologische Landkarte unseres Kunden kennen. Die zwei Grundpfeiler dieser psychologischen Landkarte sind die beiden Hauptemotionen, die uns Menschen in Bewegung setzen. Haben Sie eine Idee? Wir tun alles Menschenmögliche, um Schmerz zu vermeiden. Wir wollen nicht, dass man uns wehtut. In der Regel. Ich wollte Ihnen damit etwas zeigen. Ich wollte Ihnen damit zeigen, wir Menschen, wir haben eine Tendenz. Wir haben die Tendenz, das zu tun, was man uns sagt. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Kunde unterschreibt, wenn Sie wollen, dass Ihr Kunde kauft, dann sagen Sie ihm auch, was er zu tun hat. Wenn nicht Sie, wer dann? Tun Sie es!